Hallo alle zusammen, heute machen wir weiter mit Josephine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse von Franz Kafkas Erzählung. Unsere Sängerin heißt Josephine. Wer sie nicht gehört hat, kennt nicht die Macht des Gesanges. Es gibt niemanden, den ihr Gesang nicht fortreißt, was umso höher zu bewerten ist, als unser Geschlecht in ganzer Musik nicht liebt. Stiller Frieden ist uns die liebste Musik. Unser Leben ist schwer. Wir können uns, auch wenn wir einmal alle Tagessorgen abzuschütteln versucht haben, nicht mehr zu solchen, unserem sonstigen Leben zu fernen Dingen erheben, wie es die Musik ist. Türkçesi, şarkıcı Josefine ya da fare usu. Şarkıcımızın adı Josefine. Onu bir kez dinlemeyenler, şarkılarda saklı gücü bilemez. Josefine'nin şarkılarıyla peşine takıp sürükleyemeyeceği kimse yoktur aramızda. Soydaşlarımızın genellikle müziksever olmadığı düşünülürse, bunun önemi daha iyi anlaşılır. Doch nun ereignete sich etwas Unvorhergesehenes. Der Fremde, der merkwürdigerweise noch immer angestrengt auf das schon abgeräumte Schachbrett starrte, schrak auf, da er alle Blicke auf sich gerichtet und sich so begeistert angesprochen fühlte. Seine Züge verwirrten sich. Ne war ki? Bunun ardından tümüyle beklenmedik bir şey oldu. Dikkat çeken bir ısrarla, hala artık boşaltılmış olan satranç tahtasını bakmakta olan yabancı, bütün bakışlarını ve heyecanlı konuşmalarını kendisine yöneldiğini hissedince ürktü. Yüz hatları birbirine karışmıştı.